So, und jetzt kommt wieder was Pädagogisches. Ihr wisst ja, meine Bücher sind Psychologie und Pädagogik und viel Kunst und hat einen tiefen Inhalt, oft eine Aussage, eine schöne Botschaft. Aber wir sind hier noch am Anfang. Da geht es noch gar nicht wirklich um die Geschichte fürs Kind, aber es ist schon ein bisschen prägend, was das Bewusstsein anbelangt. Und zwar schreibe ich hier, auch die Frau bereitete sich auf das Baby vor. Sie aß nur mehr gesunde, frische Sachen vom Markt und trank frischen, gepressten Gemüse oder Fruchtsaft. Sie achtete in dieser Zeit besonders auf sich. Sehr interessant, viele Frauen, und das Bewusstsein ist jetzt schon ein bisschen besser, aber noch in meiner Generation war das fast üblich, normal, und die früheren noch viel minder. Aber die Frau achtet grundsätzlich am wenigsten auf sich. Weißt du, ist das Erziehungssache oder ist das noch ein falsches Bewusstsein? Aber sie achtet am wenigsten auf sich, obwohl es die Männer am liebsten lieben an den Frauen, wenn sie auf sich achten, sich lieben, selbst lieben und mit sich sehr liebevoll umgehen. Aber interessanterweise, wenn sie schwanger sind, wenn sie ein Leben in sich tragen, für das sie fürsorglich sein wollen, dann sind sie auf einmal sehr liebevoll mit sich. Und grundsätzlich sollte das jede Frau sein, ob sie schwanger ist oder nicht. Also sie sollte wirklich mehr auf sich achten, sich mehr lieben, besser zu sich selbst sein. Da vernachlässigt sie sich oft. Jetzt das Bewusstsein wird ein bisschen besser, aber man kann sich selbst an der Nase nehmen. Es ist so, wenn man ganz ehrlich ist und wenn sie einmal quasi ein Leben in sich trug, dann wird sie diesen Unterschied merken. Aber im Nachhinein, eh jetzt mit großen Kindern, sollte eigentlich die Frauen anhalten, dass sie auch, wenn sie nicht schwanger sind, liebevoll zu sich sein sollten. Und übrigens lieben das die Männer, wirklich, das lieben die Männer an den Frauen, wenn sie einen ganzen gesunden Selbstwert und Selbstliebe sich selbst entgegenbringen. Also wenn sie auf sich schauen, das mögen sie wirklich, das fasziniert sie an ihnen. So, aber bleiben wir weiter im Text. Sie machte jeden Tag an der frischen Luft ausgedehnte Spaziergänge und am Abend ging sie früh zu Bett. Schaut mal, ich habe natürlich das auch wieder schön interpretiert mit so Obst-Sachen, aber der Mann kommt hier auch gut weg. Bleibt's dran.